Sandra hat sich auf das Experiment einer Rückführung eingelassen. Ja, also es war ziemlich intensiv, was man gemerkt hat. Zuerst denkt man ja, man ist gar nicht so in Trance. Aber doch, ganz schön traurig. Aber wenn dann halt dann doch die intensiven Gefühle dann rüberkommen. Das gibt's da gar nicht. Das sind genau diese Rundbögen, die ich da... Jetzt spinne ich bald. Auch Barbara hat sich auf die Reise in die eigene Vergangenheit gemacht. Ich bin total aufgeregt, wie es eigentlich selten zuvor war. Und ich möchte also wirklich gerne, dass ich einige dieser Dinge, die ich in meiner Rückführung erlebt habe, wiedersehe. Sie hat uns erzählt, in ihrem früheren Leben in Griechenland gelebt zu haben. Und wir wollen versuchen, vor Ort Spuren ihrer Vergangenheit zu finden. Das war auch das erste Mal, dass man hier auf Naxos diesen gigantischen Marmor so gestellt hat und dass der Tempel ein Dach hatte. Ich bin so gespannt, was ich morgen erleben werde. Sandra ist 32 Jahre alt und arbeitet als freie Mitarbeiterin für eine große Versicherung. Sie wohnt in Escheburg bei Hamburg. Ich wohne hier mit meinem Lebensgefährten Oliver und meinen Kindern Franziska und Jimmy. Wir haben hier einen schönen großen Garten mit einem wunderschönen Blick. Bist du ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Sandra ist in ein früheres Leben zurückversetzt worden. Wie ist dein Name? Susanne. Und weiter? Lola. Wir haben Spuren ihrer Vergangenheit gefunden. War hier irgendwas Besonderes. Und jetzt macht das ja auch irgendwie alles Sinn. Hat Sandra tatsächlich schon einmal gelebt? Menschen suchen Antworten. Wir versuchen Tod, Geburt, das Universum und das Leben zu verstehen. Aber wer sind wir? Manche meinen, die Antwort erfahren wir erst, wenn wir sterben. Andere glauben, die Antwort liegt tief in uns selbst verborgen. Haben wir alle schon einmal gelebt? In einer anderen Zeit, in einem anderen Körper, an einem anderen Ort. In dieser Sendung gehen wir auf Seelenreise. Mithilfe der traditionellen Trance und einfachen Entspannungsübungen wecken wir Erinnerungen und begleiten Menschen auf ihrer Reise in ein früheres Leben. Was wir machen, ist keine Wissenschaft, sondern eine Dokumentation unerklärlicher, bemerkenswerter Phänomene. Doreen Büchner ist Rückführungsexpertin und begleitet seit über 8 Jahren Menschen in ihre früheren Leben. In dieser Sendung wird Sandra rückgeführt. Mit den Informationen versuchen wir, Spuren ihres vergangenen Lebens zu finden. Also ich habe eigentlich gar keine großartigen Vorstellungen. Man ist ja dann doch irgendwie gespannt, was für Bilder man sieht, ob man überhaupt Bilder sieht und ob man vielleicht Töne hört, Geräusche hört, ob man Gerüche wahrnimmt. Ja, das Spannende an der Sache ist, dass die Vorstellung, dass das nicht zu Ende ist, wenn man jetzt eben stirbt, dass man eben nicht wiederkommt und dass das halt alles gewesen ist. Ich bin der Meinung, dass irgendwo jedes Leben seine spezielle Aufgabe, dass man eine spezielle Aufgabe zu erfüllen hat. Und ich zähle von 1 bis 3. Nach einigen Entspannungsübungen fällt Sandra in einen tranceähnlichen Zustand, der als Rückführung bezeichnet wird.
Im Gegensatz zur Hypnose bleibt Sandra die ganze Zeit bei Bewusstsein und kann die Reise jederzeit unterbrechen. Sandra wird sich an alles erinnern können, was sie während der Rückführung erlebt. Du lässt deine Gedanken frei. 1798. Mhm. In welcher Stadt? Bologna. Da ist Wasser in der Nähe. Meer. Ist aber auch ein bisschen hügelig. Und warum wohnst du bei deiner Tante? Meine Schwestern waren schon verheiratet und ich noch nicht. Und da hat mich meine Mutter zu meiner Tante gegeben. Brigitte, ich habe schwarze, lange Haare gelockt und trage ein weites Kleid und Handschuhe. Gibt es eine Kirche, die du beschreiben kannst? Eine Kirche mit roten Steinen, weiße Säulen, mit etwas dunkler abgesetzten Bögen, wie so ein Stern, wenn man da drunter steht. In welcher Situation bist du? Die Soldaten haben dunkle Uniformen an und die Persönlichkeiten auf dem Pferd helle Gewänder. Wer führt die Truppen an? Es kann Napoleon sein. Kennst du jemanden in diesem Zug? Das ist General Barbara. Sitzt auf einer Kutsche. Und was für eine Beziehung hast du mit diesem Mann? Eine geheime Beziehung. Es dauert eine Stunde und Sandra erzählt uns weitere Details von ihrer großen Liebe. Er musste wieder zurück in den Krieg. Er ist dort gestorben. Ich möchte da weg. Okay, ich zähle von 1 bis 3 und du gehst da weg. 1, du lässt es hinter dir, ist in Ordnung. 1. Jetzt wieder gut. War doch ganz schön traurig. Hm. Ja, also es war ziemlich intensiv, was man gemerkt hat. Zuerst denkt man ja, man ist gar nicht so in Trance, aber man sieht sich erst als Außenstehender, man sieht das alles von außen. Die Soldaten haben dunkle Uniformen an, aber wenn dann halt dann doch die intensiven Gefühle dann rüberkommen, ich möchte da weg. Und die Traurigkeit, dann ist das schon total real. Hat Sandra wirklich Anfang des 18. Jahrhunderts in Frankreich gelebt? Wir starten unsere Recherche. Wie Sandra uns gesagt hat, finden wir die genannte Stadt Boulogne-sur-Mer im Norden von Frankreich, direkt am Ärmelkanal. Kann Napoleon sein. Wir stoßen im Zusammenhang mit dieser Stadt auch auf den Namen Napoleon, der diesen Ort im Jahr 1798 persönlich besuchte und als Basislager für über 100.000 Soldaten auswählte. Von hier aus bereitete er zwischen 1802 bis 1805 seine Invasion nach England vor. Wir beginnen unsere Reise mit Sandra. Ich bin also wahnsinnig gespannt, weil wenn ich tatsächlich Dinge erzählt habe von einem Ort, in dem ich noch nie gewesen bin, wenn sich die Dinge irgendwo belegen lassen, dann ist es doch wahnsinnig spannend. Tschüss. Tschüss. Meine Familie findet das total interessant. Also die freuen sich riesig für mich, dass ich jetzt da direkt mal hinfahren kann. Dass man das tatsächlich irgendwo begründen kann anhand irgendwelcher Aufzeichnungen, das ist, finde ich, total interessant. Und meine Familie findet das auch total stark. Sandra war schon einmal in Frankreich, allerdings noch nie im Norden des Landes. Ich denke halt jetzt schon drüber nach, wie das denn sein wird, was man empfindet, wenn man bestimmte Gebäude jetzt sieht, wenn man durch bestimmte Straßen geht, wenn man irgendwas wiedererkennt. Da hat man ja schon so ein bisschen so ein Kribbeln im Bauch, ne? Wird Sandra Boulogne-sur-Mer aus ihrem früheren Leben wiedererkennen? Nein,
Napoleon da oben drauf steht? Es kann Napoleon sein. Ich empfinde das ganze Bild, was man halt so sieht, finde ich recht bedrohlich, weil das eben halt dieser helle Sockel ist, dieser große helle Sockel, und oben ist er halt sehr als schwarze Figur dargestellt und als wenn er immer noch so ein bisschen über sein Reich herrscht. Das Denkmal selbst wurde an dieser Stelle erst 1840 errichtet. Aber Sandra verbindet allein mit Napoleons Statue negative Erinnerungen. Wir fahren weiter in die Stadt hinein, die Sandra aus ihrem früheren Leben zu kennen glaubt. Guck mal, da sind genau diese Häuser, so wie ich die gesehen habe. Für Sandra bleibt es heute allerdings bei dieser flüchtigen Begegnung mit der Stadt. Wir fahren in ein Hotel in der Nähe, um die Recherche morgen weiterzuführen. Auf der Suche nach Sandras Leben an der Seite ihrer großen Liebe, General Barbara. Ja, also ich gehe den morgigen Tag mit gemischten Gefühlen voran. Und also ich bin wahnsinnig aufgeregt und habe auch Herzklopfen und bin... und Gänsehaut und Kloß im Hals und ich bin total gespannt, was da morgen kommt. Kannst du mir mal erzählen, was dir besonders gut an diesem Mann gefallen hat? Seine höfliche Art und braune Augen. Er war hübsch. Wer ist denn der Feind? England. Wir starten an einem historisch wichtigen Punkt in Boulogne. Hier versammelte Napoleon seine Truppen, um einen Feldzug gegen England zu führen. Wir treffen uns mit Monsieur Claude Fay, einem Napoleon-Experten und Buchautor, der alles über das Leben in Boulogne-sur-Mer im 18. Jahrhundert weiß. Da er kein Deutsch spricht, begleitet ihn der Student Remy als Übersetzer. Das Thema Wiedergeburt ist mir bekannt und ich habe schon viel darüber nachgedacht. Aber daran glauben... Ich bin sehr daran interessiert, doch wir brauchen einfach mehr Beweise, die Sandra uns vielleicht liefern kann. Wir werden sehen. Wir haben Monsieur Fay gebeten herauszufinden, ob es einen General mit Namen Barbara zu dieser Zeit gegeben hat. Er bestätigt uns, dass auf Napoleons Befehl hin hier tatsächlich die besten und erfolgreichsten Generäle zusammenkamen, um den ambitionierten Plan, England anzugreifen, auch erfolgreich umzusetzen. Sind wir auf der richtigen Spur? Monsieur Fay machte bei seiner Recherche eine interessante Entdeckung. In einem Buch wird ein Mann erwähnt, der 1793 eine erfolgreiche Schlacht schlug. Wir haben ihn tatsächlich gefunden. General Barbara. Ich kann es irgendwie überhaupt gar nicht glauben. Das ist General Barbara. Eine geheime Beziehung. Hast du ihn denn immer genannt? Mein General. Das ist so irre. Das ist echt total toll. Total begeistert. Also diese Bestätigung, dass... dass ich das jetzt selber auch lesen konnte, dass er tatsächlich in so einem Buch erwähnt worden ist, ist also schon irre. Und also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das auch hier gewesen ist. Und jetzt bin ich auch wahnsinnig gespannt, was es hier noch für Orte gibt, die mir bekannt vorkommen, wo ich schon mal gewesen bin. Dann möchte ich einfach sehen. Wo sind die Soldaten untergebracht? Beschreib das Gebäude. Ein großes, helles Gebäude. Mit runden Türmen oder so etwas weiter von der Stadtmitte entfernt. Wir begleiten Sandra zum Château Musée, einem alten Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das in der historischen Altstadt liegt. Dort befindet sich heute ein Museum. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass es wirklich das Gebäude ist, dieses mit diesem dunklen... Ja, wie so ein dunkles, schwarzes Tor. Ein großes, dunkles, schwarzes Tor und mit diesen beiden
oder mit mehreren Rundbögen, die von hier aus sehen wie runde Kuppeln, wenn man drunter steht. Und das ist absolut das Haus oder das Gebäude. Das war für mich im Zusammenhang mit Männern, mit Soldaten, Uniformen. Das ist eine Steinbrücke. Mit Rundbögen unten drunter auf Stäben, sieht aus wie Rundbögen. Und die befindet sich wo in der Nähe? In der Nähe, wo die Soldaten untergebracht waren. Sandra hat uns nach der Rückführung diese Brücke aufgemalt. Im Groben sah sie so aus. So. Und hier waren also so dickere Steine. Als ich auf der Brücke gestanden habe, da konnte man den Seiten nicht runtergucken. Und wenn jetzt tatsächlich da eventuell tatsächlich irgendwelche Bögen runter sind, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, das ist die. Das habe ich definitiv so gesehen. Das war ein ganz, ganz klares Bild. Du bist hier also gewesen. Hier bin ich definitiv gewesen. Unseren Recherchen zufolge war dieses Schloss ausschließlich ein Gefängnis und nie eine Unterkunft für das Militär. Wie kann sich Sandra so sicher sein? Wir holen uns Unterstützung von Madame Marquis aus dem Touristikbüro von Boulogne. Mich interessiert das Thema Wiedergeburt sehr. Ich glaube fest daran, dass nach dem Tod eines Menschen seine Seele weiterlebt. Aber ob diese Seele wieder aufersteht, diese Frage bleibt für mich unbeantwortet. Können Sie mir erklären, was das hier für ein Gebäude gewesen ist? So the Castle Museum was. Madame Marquis bestätigt uns, was wir schon herausgefunden haben, dass das Schloss jahrelang als Gefängnis genutzt wurde. Allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Davor war es der Ort in der Stadt, an dem höhergestellte Soldaten und Generäle untergebracht waren, besonders zu Napoleons Zeiten. Mit dieser Entdeckung haben wir tatsächlich nicht gerechnet. Sandra hat also recht behalten. Habe ich ja richtig gelegen. Ob General Barbara hier gelebt hat, lässt sich nicht eindeutig belegen, doch vieles deutet darauf hin. Eine Kirche mit runklem Dach. Ich empfinde sie als sehr schlicht. Aber Kirchen sind nicht, ich finde sie nicht so interessant. Ähnlich wie Dreiecke. Also so spitz nach oben gehend und in den Fenstern sind geschwungene Bögen aus Metall oder Stein. Mir war so, als wenn hier irgendwie noch so Verschnörkelungen drin gewesen sind. So, das war eben halt dicker. Wir führen Sandra zur ältesten Kirche von Boulogne-sur-Mer, um zu sehen, ob sie sie wiedererkennen wird. Und wie heißt diese Kirche? Nikolaus. Ja, so hat sie ausgesehen. Die runden Fenster, das eine Türmchen. Wir treffen die Kirchen- und Stadtführerin Madame Talfair. Ob es so etwas wie Wiedergeburt gibt, kann ich nicht sagen. Ich würde gerne daran glauben, aber die Beweise fehlen mir.
Wir erfahren von Madame Talfair, dass die Kirche Saint-Nicolas trotz zweier Weltkriege so gut wie nicht zerstört wurde. Sandra hat ihre Zeichnung der Fenster mitgebracht, um zu erfahren, ob ihre Erinnerung zutrifft. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Originalfenster zerstört und nicht wieder eingesetzt. Vorher sahen sie genauso aus, wie du sie hier gezeichnet hast. Yes, I'm really surprised. Weiße Säulen mit etwas dunkler abgesetzten Bögen, die sich so oben, die sich gegenüberstehen und sich oben treffen, wie so ein Stern, wenn man da drunter steht. Gar nicht. Das sind genau diese Rindbögen, die ich da... Jetzt spinne ich bald. Das ist ja Wahnsinn. Ja, so habe ich das, gesehen. Diese hellen Bögen. Und wenn man genau drunter steht, dass es aussieht wie ein Stern. Und so bin ich hier total... Ja, kann ich gar nichts mehr sagen eigentlich. So viele Sachen, die jetzt schon wieder stimmen und... Das ist doch irre. Auch innen wurde die Kirche durch den Krieg nicht zerstört und befindet sich in einem gut erhaltenen und restaurierten Originalzustand. Das erste Mal getroffen auf dem Ball. Er hat mich abgeholt und dann sind wir durch die Straßen gegangen. Yes. Ist ja toll. Da hinten diese kleinen Gassen. Und auch das Rote. Das sind so diese kleinen, engen Gässchen, die ich so gesehen habe, als ich spazieren gegangen bin. Wir begleiten Sandra auf ihrer Erkundungstour durch die Altstadt, auf den Spuren ihrer großen Liebe. Und sie erinnert sich tatsächlich Schritt für Schritt. Und da bin ich auch schon mal durchgegangen. So, wo habt ihr euch denn in der Stadt getroffen? Wenn das eine geheime Beziehung war, habt ihr das euren privaten Ort gehabt? Ich möchte es nicht sagen. Alors Sandra, vous avez retrouvé une maison qui vous rappelle de chers souvenirs. Ein beklommenes Gefühl bekommt Sandra bei einem Hinterausgang der alten Stadtmauer. Dazu erklärt uns Monsieur Fay, dass dieses Tor sich auf der Straße mit dem wohlklingenden Namen Quelle der Liebe befindet. An diesem Hinterausgang der Stadtmauer befand sich viele Jahrhunderte lang ein geheimer Treffpunkt für alle Liebespaare in der Stadt. Nur hier konnten sie völlig ungestört sein. Daher hat die Straße ihren Namen. Er musste wieder zurück in den Krieg. Er ist dort gestorben. War hier irgendwas Besonderes. Und jetzt macht das ja auch irgendwie alles Sinn.
Wie kann Sandra eine Stadt aus dem 18. Jahrhundert so detailliert beschreiben, in der sie noch nie gewesen ist? Und ist es möglich, sich an ein vergangenes Leben als Suzanne Loire zu erinnern? So ein besagter Platz gewesen ist. Das habe ich ja vorher gar nicht gewusst. Und gerade hier. Genau hier. Je dichter ich an dieses Tor hier rankam, da wurde es immer schlimmer. Ne? Und eben gerade, als er dann halt das nochmal gesagt hat, dass dann sich hier Pärchen, sag ich mal, so getroffen haben, weil es hier wahrscheinlich auch ein bisschen geschützter war, wie auch immer, keine Ahnung. Vielleicht spinne ich irgendwie. Ja, wenn ich die ganzen Bilder noch mal so an mir vorbeiziehen lasse von der Zeit, die wir hier verbracht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das auf einer besonderen Art die intensivste Erfahrung, die ich jetzt in meinem Leben gemacht habe. Dass man schon mal gelebt hat, dass ich hier schon mal gelebt habe, definitiv. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich auf jeden Fall mit meiner Familie hier nochmal herkommen möchte. Alive again. Ich bin die Barbara, 53 Jahre alt, wohne hier in Köln mit meinem Mann. Der ist Musiker aus Mali und natürlich nicht zu vergessen mit meinen beiden Katzen. Ich bin angehende Synergetiktherapeutin. Ich bin dafür da, mit meinen Klienten ihre Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Ich glaube an die Wiedergeburt, weil unsere Seele einfach unsterblich ist. Barbara wird in ein früheres Leben zurückversetzt. Ich befinde mich auf Naxos, in der Nähe alten Steinbrüche. Ich bin eine Frau. Ich bin alleine. Wir haben Spuren einer früheren Existenz gefunden. Genau so habe ich es in der Rückführung auch gesehen. Da ist er. Die Trance-Expertin Doreen Büchner begleitet seit Jahren viele Menschen auf ihre Reise in ein früheres Leben. In dieser Folge wird Barbara zurückgeführt. Also für mich ist es unglaublich interessant zu sehen, wo ich und wann ich gelebt habe. Mithilfe von Entspannungsübungen wird Barbara in einen Trance-Zustand versetzt, der als Rückführung bezeichnet wird. Wie heißt du? Ich heiße Demeter. Wo befindest du dich? Ich befinde mich auf Naxos. Wann bist du geboren? Zur Zeit der Reifen und Früchte. Und bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Die Sitzung dauert 75 Minuten. Während dieser Zeit nennt uns Barbara überraschende Details aus einem Leben lange vor unserer Zeit. Wie fühlst du dich? Wie in einem Traum. Ich lebe im Osten meiner Insel. Ich empfand es als sehr angenehm. Es ist alles üppig und grün. Ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Ich bin in der Blüte meiner Jahre. Das hat mich sehr beeindruckt, ja. Kann es möglich sein, dass sich eine Therapeutin aus Köln an ein früheres Leben erinnert? Kann Doreen Büchner wirklich Menschen in ein vergangenes Leben begleiten? Oder wurden wir soeben Zeugen von Barbaras Fantasie? Ich habe mich gefreut, Orte wiederzusehen, an denen ich anscheinend schon vor langer, langer Zeit gelebt habe. Wir starten unsere Recherche.
Barbara sagt, dass sie auf Naxos gelebt hat. Diese Insel gibt es wirklich. Sie ist die größte der insgesamt 56 Kykladeninseln, einem griechischen Inselkomplex in der südlichen Ägäis. Barbaras Angabe, zur Zeit der reifenden Früchte geboren zu sein, lässt darauf schließen, dass es sich um einen Zeitraum vor unserer Zeitrechnung handelt, also vor Christi Geburt. Wir machen uns auf nach Griechenland. Ich war überwältigt. Ich habe es mir nicht so vorgestellt. Verblüfft hat mich, dass ich Plätze wiedererkannt habe. Ich habe mich zu diesen Plätzen, die ich auch jetzt in der Rückführung gesehen habe, direkt magisch hingezogen gefühlt. Und mein Mann ist mit dem sehr einverstanden und sagt, das ist eine wunderbare Art und Weise, die Dinge wiederzusehen, die mich schon magisch angezogen haben, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Okay, danke. Vor Ort wollen wir herausfinden, ob die Angaben, die Barbara gemacht hat, wirklich zutreffen. Guten Morgen. Barbara kennt den Inhalt unserer Recherchen nicht. Sie weiß lediglich, dass wir nach Naxos fliegen werden. Gut, danke schön. Ich bin total aufgeregt, wie ich es eigentlich selten zuvor war. Und ich möchte also wirklich gerne, dass ich einige dieser Dinge, die ich in meiner Rückführung erlebt habe, wiedersehe. Vom Hafen in Athen geht es noch einmal 4 Stunden mit der Fähre weiter zu den Kykladeninseln. Gegen Mittag erreichen wir Naxos. Bereits bei der Einfahrt ins Hafenbecken ist Barbara sehr bewegt. Hallo, hallo. Unser erster Eindruck der Insel ist ganz anders als erwartet. Wir sehen weder große Hotels noch riesige Ferienanlagen. Naxos war ein wichtiger Schauplatz berühmter Sagen der griechischen Mythologie und es scheint, als wäre die Vergangenheit noch immer spürbar. Beschreibe, was du siehst. Es ist ein kleiner Tempel, auch für Demeter, nach der ich meinen Namen habe. Im Nordosten der Insel finden wir die Überreste eines über 2000 Jahre alten Tempels mit dem Namen Demeter. Wir fahren mit Barbara dorthin, um festzustellen, ob ihr hier irgendetwas vertraut vorkommt. Ich habe den gleichen Namen getragen auch. Was hat es mit diesem über 2000 Jahre alten Tempel auf sich? In welcher Beziehung steht er zu Barbaras früherem Leben? Das erste Mal, dass man hier auf Naxos diesen gigantischen Marmor so gestellt hat und dass der Tempel ein Dach hatte. Das gab es sonst nirgendwo, auch damals noch nicht. Spontan bitten wir Barbara, uns einmal den Tempel in seiner ursprünglichen Form aufzuzeichnen, so wie sie es aus der damaligen Zeit in Erinnerung hat. Also ich habe das folgendermaßen in Erinnerung. Die Außenmauern waren rechteckig und dazwischen waren 5 schmalere Rundsäulen. Und darüber war eben auch ganz dünne Marmorplatten gelegt und das Dach war ganz, ganz abgeschrägt und lief hier in der Mitte dann so aus. So konnte man sich das eventuell vorstellen. Wir vergleichen Barbaras Zeichnung mit einer aktuellen Computerrekonstruktion des Demeter-Tempels. Die beiden Abbildungen gleichen sich nahezu detailliert.
Wir treffen den deutschen Touristikunternehmer Andreas Glanz, der seit Jahren auf Naxos lebt und sich mit der griechischen Mythologie bestens auskennt. Sicher kann er uns etwas über den Tempel erzählen. Wann bist du geboren? Zur Zeit der reifenden Früchte. Hast du eine Jahreszahl präsent? Nein, das reicht für uns. Gebaut worden ist der Tempel ungefähr 530 vor Christi. Ja, wusste ich damals eben nicht, als ich jetzt einer der ersten, bin, ja. Einer der ersten griechischen Tempel, ja. Die ein Marmordach hatten, mit dünnen Platten, muss man sich das vorstellen. Ja. Hast du ein Gefühl für deinen Namen? Ich heiße Demeter. Die Bauern und einfachen Leute haben mir Demeter verehrt. Ne? Eben, ganz genau. Und ich hieß Demeter. Das ist durchaus möglich. Ja. Durchaus möglich. Ja. Die Kinder der Bauern wurden oft nach den Göttin, mit den Namen benannt, von den Göttern, die Eltern verehrten. Ja. Gegen Abend fahren wir nach Naxos Stadt und buchen für Barbara ein Hotelzimmer, um mit ihr am nächsten Tag frisch und ausgeschlafen unsere Entdeckungsreise fortzusetzen. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, Barbara Gittel. Naxos. Dankeschön. Bitte schön. 101. Danke. Mein erster Tag auf Naxos ging schon total emotional los während der Überfahrt auf der Fähre. Da schlug mein Herz schon wie wild. Es war einfach phänomenal. Es war wirklich phänomenal. Als wir dann später zum Demeter-Tempel gefahren sind, da geschah in mir so viel, dass ich einfach total überwältigt war. Mein erster Tag auf Naxos war total emotional geladen und aufregend und ich bin so gespannt, was ich morgen erleben werde. Früh am Morgen machen wir uns auf den Weg in den Nordosten der Insel. Ein Kudos. Ein Kudos. Was ist denn ein Kudos? Ein Kudos. Kurs. Kurs sind diese... Kurs sind nicht fertig geworden. Irgendwas im Marmor. Sie können ihn nicht fertigstellen. Als Kuros bezeichnen die Archäologen große, aus Stein gehauene Statuen, die vor Tausenden von Jahren zu Ehren griechischer Götter angefertigt und aufgestellt wurden. Der liegende Kuros. Unmittelbar nach der Rückführung baten wir Barbara, uns den Kuros, den sie in Trance gesehen hatte, einmal aufzuzeichnen. Ein riesiger Stein aus diesem wunderschönen Marmor gehauen. Und hier ist damit dieser Riss entstanden und dann deshalb konnte der nicht weiter gearbeitet werden. Da hat man diesen Wahnsinnsriss im Marmor wohl gefunden und er konnte dann nicht aufgestellt werden. Auf Naxos finden wir in der Nähe des Ortes Apollonas einen halbfertigen liegenden Kuros, der genau den Beschreibungen von Barbara entspricht. Da ist er. Ihn in der Rückführung beschrieben habe, das sieht genauso aus, doch. Kann es wirklich sein, dass die Steinmetze der Antike eine halbfertige Statue einfach auf Naxos liegen ließen, weil sie plötzlich einen Fehler im Marmor entdeckten? Vielleicht kann uns diese Frage der deutsche Steinmetz und Bildhauer Ingbert Brunk beantworten, der seit über 20 Jahren auf Naxos lebt und arbeitet. Barbara? Ah ja, schön, dass Sie kennenlernen. Okay. Ja. Ich habe Ihren Bericht vor ein paar Tagen gelesen. Das fand ich sehr interessant. So manches wiedererkannt. Also bei der Rückführung, da habe ich
habe ich eben gesehen, dass ich an diesem kleineren Chorus war. Mhm. Und die Steinmetze dann gesehen haben, dass dann ein Fehler im Marmor war und der konnte dann eben nicht zur rechten Zeit aufgestellt werden. Ist das irgendwie nachvollziehbar für Sie jetzt als Steinmetz? Als Steinmetz weniger. Die Archäologen vertreten die Theorie, dass da später beim Arbeiten ein Riss gefunden wurde und deswegen die Arbeit unterbrochen wurde. Wie sieht so ein typisches Werkzeug aus? Aus schwarzem Obsidian, den man hier auch findet. Und es sind keilförmige Werkzeuge, oben gebogene Klingen dran. Mit Obsidian, den man hier auf der Insel sehr viel für Werkzeug verwendet hat, der allerdings von Milos eingeführt wurde, hat man Messer hergestellt, man konnte auch kleinere Werkzeuge, man konnte in den Holz einbringen und zum Beispiel Bohrungen vornehmen oder Ritzungen. Also wenn Sie Interesse haben, das mal im Original zu sehen, nicht weit von hier ist das Museum und da können wir uns bestimmt ein paar Beispiele anschauen. Ja, gerne. Ja, doch wohl nicht wahr sein. Das ist genau das, was ich gesehen habe. Diese kleinen Figuren aus Marmor mit den Musikinstrumenten. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich erkenne das alles wieder. Die immer wiederkehrende Spirale und das Sonnensymbol. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Genau so habe ich sie in Erinnerung. Auf unserem Rückweg bittet uns Barbara plötzlich, die befestigte Straße zu verlassen und führt uns zielsicher auf einen kleinen Seitenweg. Könnt ihr bitte links fahren? Wir haben keine Ahnung, wo dieser Weg endet und befolgen Barbaras Anweisungen. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich war hier. Ich weiß, dass hier eine Quelle ist. Ich kenne mich hier aus. Ich bin hier zu Hause. Es sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus als früher, aber an diese Stille kann ich mich auch nur allzu deutlich erinnern. Alles ausgewaschene Kiesel und Steine, vom Wasser rund gespült und gerieben. Es ist ein ausgetrocknetes Flussbett hier. Das habe ich eben schon gespürt. Ich habe gespürt sofort, dass ich an der richtigen Stelle bin. Dieses Gefühl ist, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu kommen. Das ist das, was ich in diesem Moment fühle. Zurück zur Quelle. Kleiner Tempel führt auf der Westseite zu Ehren Apollons. Wo liegt denn der Tempel? Auf einer vorgelagerten kleinen Insel. Das sollte 100 Füße haben. Und es stehen zwei
riesige Säulen da. Wir brauchen nicht lange zu suchen, um diese vorgelagerte Insel zu finden. Auf ihr stehen die Reste des unvollendeten Apollon-Tempels, der auf 100 Säulen errichtet werden sollte, jedoch nie fertiggestellt wurde. Der unvollendete Tempel des Apoll. Das ist genau so, wie ich ihn in der Rückführung gesehen habe. Ich habe ihn so in Erinnerung, wie er jetzt hier ist. Also jetzt, wo die Reise sich fast dem Ende nähert, kann ich einfach nur sagen, es war alles vom ersten Augenblick an, wo ich mit der Fähre in den Hafen von Naxos eingelaufen bin und dieses Tempeltor gesehen habe, hat mich total eben auch an die Szene aus der Rückführung erinnert. Es war genau so. So ein ganz bewegender Moment heute war, als ich dieses ausgetrocknete Flussbett entdeckt habe. Ich habe gespürt, es ist Wasser in der Nähe und es war's. Die Quelle war da. Ja. Diese Reise ist für mich der absolute Beweis, dass ich hier vor tausenden von Jahren auf Naxos schon gelebt habe und sie wird mir in ewiger Erinnerung bleiben. Wenn ich tatsächlich in dieser Rückführung sehen sollte, dass ich schon mal gelebt habe. Und da sehe ich jetzt auch Berge im Hintergrund. Und das Datum? 1812. Dann brauche ich keine Angst mehr davor haben, wenn ich mal gehen muss. Ich heiße Madi.